So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Menschen. Es geht weiter mit Monster Hunter World Iceborne. Da habe ich etwas umgeändert mit meinem Demonjo Set. Ist jetzt so, ja, nicht unbedingt das Beste, ist aber gut. Müsste man ausprobieren. Ich wollte eigentlich ein Secondary Set basteln, genau. Jetzt kommt die Frage, warum es jetzt doch wieder Monster Hunter World gibt. Weil eigentlich hätte ich geplant gehabt, dass ich gestern das letzte Mal für diese Woche mache. Oder eben auf jeden Fall etwas anderes spiele, aber ich bin gerade irgendwie zu müde, dass ich mir da jetzt noch was anderes raussuche zum Spielen. Da ich mich dann erstmal wieder einspielen muss und ja. Und wenn ich das nächste Mal mit anderen Leuten spielen möchte, dann hätte ich schon gerne einen besseren Glyphenset als das mit dem Vulkanorgan, wo ich einfach bis auf Drache nur Element-Schwächen habe. That's not cool. Nein. Aber bevor wir das angehen, werde ich, denke ich, erstmal Dampfwerk machen und dann vielleicht noch eine Quest mit dieser Rüstung versuchen, nur um zu sehen, wie das rein, denke ich mal. Als ich das letzte Mal ausgetestet habe, da hatte ich nur außer die Stufe 5 und ja, kritischer Blick Stufe 7. Schwächevorteil hatte ich, glaube ich, nicht. Nein. Egal. Müsste reinhauen, hoffentlich. Nicht Element müsste ich ja nicht auch haben. Mehr habe ich, gut. Machen wir erstmal den Dampfwerk. Das ist wichtig, damit wir wieder Sachen bekommen. Auf jeden Fall werde ich, denke ich, hoffentlich die nächsten Tage aber was anderes streamen. Also, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob ich die nächsten Tage streamen werde. Kommt darauf an, wie es zeitlich passt. Ob jetzt wieder die schöne Lemini streamt, bei der ich ja die ganze Zeit eigentlich mitjage. Da kann ich selbst schwer streamen, weil das halt man gesehen hat bei Streamlabs OBS, als ich da Monster Hunter World Iceborne streamen wollte. Und so über PS4 ist das auch irgendwie kacke. Da ich nur mein Handy zur Verfügung habe, um die Nachrichten zu sehen und Dashboard so und dann noch irgendwie, keine Ahnung, den Stream von jemand anderem offen zu haben, ist eigentlich unmöglich. Und miteinander kommunizieren ist das auch irgendwie kacke, weil dann müsste mein Handy wirklich so laut sein und mein Mikrofonpegel auf Max gestellt sein, damit man das vielleicht halbwegs vernünftig hört, was man da über Discord vielleicht sagt. Deshalb gestaltet sich das etwas schwierig, da irgendwie mitzustreamen. Deswegen bin ich da eigentlich immer offscreen unterwegs. Ja, wobei offscreen jetzt nur halb richtig ist, weil sie ja meistens streamt und ich da dann bei ihr live bin. Aber ich selbst bin da nicht live. Ich glaube aber ja, das müsste, glaube ich, so langsam mal ankommen bei den Leuten, die sich meine Streams anschauen. Also ja, ich kann nur raten, Lemini zu folgen, wenn ihr unbedingt mehr Action von mir sehen wollt. In Monster Hunter World Iceborne. Also wenn sie spielt, werde ich definitiv versuchen mitzuspielen, sofern ich kann. Aber ansonsten werde ich, denke ich, dann zukünftig jetzt wirklich nur noch andere Spiele streamen und Monster Hunter World Iceborne dann, wenn ich so ziemlich abgeschlossen habe, nur noch einmal wöchentlich, denke ich mal.
Je nachdem, wie viel Lust und Laune ich habe. Gerade ist es eben so, dass ich ja etwas müde bin, was ich schon gesagt habe, aber ja. Deshalb gibt es jetzt noch ein wenig Monsanto World Eisbahn. Da ich da noch eigentlich noch ziemlich drin bin mit der Steuerung und alles und das dann nicht wieder irgendwie so anstrengend wird, da irgendwie mit der Steuerung klarzukommen. Da ich, wenn ich jetzt was anderes spiele, ja, erstmal wieder reinfinden muss an das Spiel und das ist dann halt für mich gerade etwas zu anstrengend, da ich schon etwas müde bin. Aber das sollte so gehen. Ich denke, das könnte ich am Ende des Streams machen. So, nochmal schön Werbung für diesen wunderschönen Kanal zu machen. Bei dem ich immer, sofern es geht, dabei bin. Ist halt blöd, wenn dann halt die Arbeit dazwischen kommt oder ich irgendwas anderes mache. Und nicht kann. Aber so werde ich ja nicht die meiste Zeit dabei sein. Weil das auch gerade Fun macht, als da ständig alleine zu jagen. Aber jetzt habe ich alles falsch. Toll. Naja, egal. Man kann nicht alles richtig haben. So zufällig wie das ist. Oh, das war richtig. Okay, cool. Er wäre viel zu schön gewesen, wenn das immer gleich bleiben würde. Schon wieder, ey, cool. Ja, wir müssen jetzt langsam. Auf jeden Fall werde ich, denke ich, noch Barium machen, weil ich von ihnen noch Sachen brauche. Ich will seine Insektenhilfe auf die maximale Stufe bringen. Weil darauf habe ich irgendwie Bock. Da brauche ich aber noch, glaube ich, drei oder zwei Sachen von ihm. Na, bald haben wir es. Das ist toll. Und die Kirin-Rüstung, die Kirin-Rüstung müsste ich auch irgendwann mal machen. Und wir haben es geschafft, wie toll. Und was bekommen wir schon? Auf jeden Fall bekommen wir Gutscheine. Das ist toll. Drei Stücke, ja gut. Das ist gar nichts. Megetränke 44 Stück. Ja, gar nicht mal so viele Maxi-Tränke bekommen. Aber egal. Ja, jetzt müssen wir wieder Quests machen. Schau mal gerade, ob ich irgendwas machen kann. Vielleicht, das habe ich eigentlich so abgespeichert, denke ich mal. Dieses Set. Müsste ich eigentlich so abgespeichert haben. Chuchu. Ja, denke ich. Doch, habe ich so. So, Schredder 2. Verteidigung 817. 1536. Boostet mich auf 70 Angriff. Krass. Wahrscheinlich ist da der Nicht-Element-Boost nicht dabei. Also, da wird nur der Grundangriff von der Waffe angezeigt und nicht das Nicht-Element-Boost. Das ist auch nochmal etwas verstärkt. Aber es fehlt irgendwie noch Angriff. Und generell muss ich dann auch irgendwie Sachen machen, die gut wären. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz wegen der Insektenhilfe. Naja, habe ich eh schon so sortiert.
Ja, Fenrir-Sturm, genau. Da fehlen mir noch zwei schwere Bernsteinhauer, die ich nur vom Barrierpan komme. Und dann habe ich da eine Affinität von 25%, was auch okay ist. Was hat nochmal die Totenlinie? Genauso viel Affinität. Aber weniger Angriff, dafür mehr Element schon. Das Ding ist halt, das eine macht Rauch und das andere Eis. Weiße Phyllos. Oh ja, das ist auch gut, aber das gefällt mir vom Design eigentlich nicht so toll. Okay, erster Mensch ist da doch etwas krasser, aber ist doch kein Strott. Was blöd ist, aber egal. Das hat aber Totenlinie, glaube ich, auch nicht. Nein. Grausamkeit hätte eines. Aber das ist dann wieder blöd wegen der versteckten Fähigkeit, also versteckten Element. Da bräuchte ich Superwaffe. Worauf ich irgendwie keinen Bock habe. Wäre da sonst noch irgendwas geil? Himmlische Nadel. Naja, 450 Donner schon, ja, gut. Das ist ziemlich scharf. Also die Lanastra-Waffen haben auch eine schöne Schärfe. Da haben wir den Metallschläger. 900 Angriff, okay. Moment mal. Das ist dann eigentlich von der Angriff her genauso gut wie Sir Gravenus. Stumpfboost. Ey, ich weiß nicht, ob man das wirklich haben möchte. Lern und Kraft. Das hat einen Abtrend-Boost. Was cool ist, ja. Rexstab. Okay. Hat auch wieder einen Stumpfboost. Naja. Also das nochmal Elementboost. Oh, cool. Geheimstock. Ist vom Nagakuga. Mit Giftelement. Was auch wieder versteckt ist. Das ist richtig blöd. Elektrostab. Auch nicht geschlecht, aber der Kinzek-Bonus ist halt wieder. I don't know, was Stumpfboost macht, aber könnte, denke ich mal, besser sein. Was ist Ruinenkatastrophe? Ja, auch ganz cool. Das bekommt halt keine Lederschärfe mehr. Ach ja, und wegen der Zenogre. Klefe. Brauche ich da auch noch Sachen? Ah ja, gut. Schauen wir mal. Ich glaube, wir gehen mal einfach an den Udogan-Gliefen-Set rüber und schauen, was wir von den Vulkan-Udogan am dringendsten benötigen. Also ich glaube, das ändern wir mal. Damit wir kritischen Boost bekommen. Oder? Moment. Wir brauchen da, glaube ich, drei von ihm, oder? Ja, damit uns die Waffenschärfe nicht runtergeht. Nach dem Wetzen. Da wäre schnelle Schärfen wirklich nicht schlecht, aber. Ja, man sieht, ich habe da 40 Drache-Resistenz, aber sonst nur minus 10 und bei Wasser sogar 15 minus. Was nicht gerade toll ist. Was habe ich da überhaupt? Latente Kraft-Kraftverlängerung. Wo habe ich da zweimal Kraftverlängerung? Ach, überall nur eines, okay. Also die Beine würde ich fast behalten, glaube ich.
Habe ich das nach Seltenheit? Ich glaube schon. Schwächevorteile und Teilezerstörer. Ja, wäre gar nicht mal so schlecht, aber ich denke mal. Moment. Was hat Vulkaner nochmal? Ja, durch Segenstufe 2 kritisches Ziehen 1 und Teilezerstörer, okay. Kritisches Ziehen werden wir eigentlich nicht wirklich benötigen, aber die göttliche Segen Stufe 3 habe ich da sogar drauf. Okay. Okay. Dann brauchen wir dann göttlichen Segen überhaupt nicht mehr. Ich habe kritischer Blick wäre gar nicht mal so schlecht. Haben wir da überhaupt was? Da hätten wir auch wieder Kraftverlängerung 1. Schauen wir mal danach, ob wir da überhaupt noch was haben. Beim irgendeinem Zenogre-Teil bekommt man auch Kraftverlängerung, das weiß ich. Fokus schneller essen. Fokus brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da auch wieder Teile Zerstörer. Ich habe irgendwie überall Teile Zerstörer dabei. Okay, das sind dann wieder so, keine Ahnung, schwächere Sachen. Schau ich ganz kurz. Wo hab ich das? Moment, ist das eine Zenogre-Teil? Nein, würde Joe. Da hab ich doch auch irgendwas vom Zenogre. Gold Obi. Ach so, das habe ich von Goldenen Rathian. Mit Schwächevorteil. Cool. Ah ne, ja, Ratschank ist das. Damaskus. Ach da, Kraftverlängerung 1. Donnerangriff. Auch wieder Schwächevorteil dabei. Coole Sache. Da habe ich kritische Blick zweimal. Da habe ich Pestwiderstand. Kirna am Reif. Ja, da bräuchte ich drei Kirin-Teile. Was ich wahrscheinlich nicht benutze. What the fuck, da habe ich aber viele Fähigkeiten dabei. Ich überlege gerade, Vellum, brauchen wir das? Dann mehr Gesundheitsboost. Ein schnelles Wegstecken haben wir da auch. Ich schaue noch mal kurz wegen deiner Rüstung, ob wir da überhaupt irgendwas machen könnten mit Kraftverlängerung Stufe 2. Das wäre praktisch. Sonst ist Kraftverlängerung, glaube ich, 2 Slot. Ach, da hättest du göttliches Segen 3. Ja, das wäre gut gewesen, aber da fehlen uns Sachen.
Der Alpha-Kopf hätte Kraftverlängerung Stufe 2. Ja, das ist blöd. Aber wir hätten da bei der Beta kritische Boost auch noch zusätzlich. Was es, denke ich mal, besser macht. Ja, machen wir mal. Haben wir den Kopf von ihm. Da. So, die Beine wollen wir einfach jetzt von Karuga nehmen. Meine Güte, meine Stimme kratzt ab. Das ist überhaupt nicht cool. Ach, muss ich wahrscheinlich wieder sortieren, ja. Nach Seltenheit. Damit wir das besser finden. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Erholungsgeschwindigkeit und Drachenangriff. Luftherrschaft habe ich da auch. Angriffsboost. Ach komm, nehmen wir mal. Und schneller essen. Oder? Ja, und da halt noch den ganz. Mal schauen. Sieht komisch aus. Was haben wir da jetzt eigentlich alles? Kritischer Blick haben wir Stufe 6. Okay. Gut. Konstitution haben wir Stufe 4. Ist auch nicht schlecht. Kritische Boost Stufe 3. Auch gut. Ja, göttliches Singen fehlt uns. Kraftlänge haben wir nur Stufe 1. Aber das können wir mit den Dekos wieder ausgleichen. Durch den Garuga-Dingens. Ach, wir haben das nur einmal. Das ist jetzt blöd. Ja, dann haben wir eh keine andere Wahl, als das nur auf Stufe 2 zu bringen. Ich meine, von den Juwelen haben wir das auch nicht, oder? Verstärker Schutzjuwel, Kraftverlängerung, göttliches Singen, das ist cool, ja. Okay, das haben wir dann doch. Das können wir dann auf Stufe 3 bringen, das ist geil. Dann haben wir jetzt ein göttliches Singen mit Stufe 1. Dann würde ich das jetzt eigentlich anders machen. Nochmal, ein göttliches Ding, wenn ich das habe, dazu nehmen. Naja, davon habe ich noch drei Stück. Und dann, irgendein Talisman. Ach nee, Moment mal, dann fehlt mir der kritische Blick, wenn ich das jetzt wegnehme. Das wäre dann nicht cool. 55%. Naja. Jetzt müsste ich wissen, wie wichtig mir das eigentlich ist. Zum Überleben. Da fehlt mir halt wieder irgendwie der Gesundheitsbooster oder so. Oder ich lasse das einfach mit WLAN bei Hasek. Aber die Fähigkeiten sind schon was. Könnte ich dann noch was anderes dazu nehmen, was praktischer wäre?
Was ich gerade so habe, irgendwie nicht. Schnelle Schärfen. Oder ich ändere das. Ich meine, kritischer Blick habe ich jetzt auf Stufe 6. Ich werde dann noch 10% Affinität dazu bekommen. Was mir halt fehlt, ist schwächer Vorteil zu haben, damit ich das noch weiter hochtreiben kann, aber ja gut. Das hat jetzt generell die Totenlinie hat eine Affinität von 25, glaube ich. Ja, natürlich. Durch kritischer Blick bekomme ich ja 30% dazu. Eigentlich würde das schon mehr Sinn machen, wenn ich jetzt eher darauf achte, Schwächevorteil auf Stufe 2, 3 zu bringen, weil ich dann generell bei dem Schwachpunkten dann. Wenn es verwundet ist, eher einen Crit Chance bekommen als so jetzt mit 55%. Da wäre ich dann auf 75. Ja gut, aber das hätte ich da dauerhaft. Vielleicht kann ich noch da was ändern. Ich meine, Lebenskraftmantel mit offensiver Abwehr, das ich meine mit. Ach, das habe ich geändert. Und zwei. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich da überhaupt irgendwo noch schwächere Vorteile habe. Also ihr will. Ich glaube, das fehlt mir. Ja. Ja, dann müsste ich da mal mehr machen. Mehr Juwelen farmen. Ich glaube, das dürfte fürs Erste reichen. Wir müssen halt dann irgendwann schauen, dass wir vielleicht irgendwie das hinbekommen, dass wir da noch irgendwie Schwächeverteilung mit reinbringen. Aber momentan sieht's kacke aus. Schau ich nochmal bei der Ausdauer, ob man da überhaupt was machen kann. Noch. Oder ich könnte schnell Essen aufgeben. Und das und dann schauen, dass ich das Schwächevorteil irgendwie reinbringe. Ich glaube, ich schaue jetzt noch mal ganz schnell, bevor ich bei den Rüstungen schaue. Wegen Panzer und Hüftringe. Ob ich da überhaupt irgendwo Schwächevorteil hätte. Bei Panzer sieht es nicht gut aus. Ach, da hätte ich auch Gesundheitsboost Stufe 2. Ja gut. Da hätte ich wieder kritische Glück. Ja, schnelles Wegstecken wäre eigentlich auch nicht so schlecht.
Müssen wir eigentlich bei Panzer noch schauen, was wir da noch machen könnten. Einmal zwei und einmal eins. War der Beta nicht besser gewesen? Also die Beta Kaiser Panzer. Glaube schon. Ja, da haben wir nur latente Kraft, aber bessere Slots. Würde ich sagen. Ja, das wäre vielleicht vernünftiger gewesen. Ja, wir müssen dann Thyostra auf jeden Fall noch machen. Ah, ja, wie viel da einfach da ist. Da habe ich einfach mal latente Kraftstufe 3, krass. Fünf, sieben. Ach so, weil ich da dann das geändert habe. Da habe ich die Armschienen ausgewechselt mit dem Scharreischwalder Armschienen, damit ich kritischer Boost habe. Deswegen fehlten mir da zwei latente Kraft. Wo ich mich schon gewundert habe, wo die geblieben sind. Unsere Waffe können wir auch nicht augmentieren, oder? Eine Verteidigungserhöhung. Ich glaube, ich würde da eher auf Affinität gehen. Da brauchen wir aber finsterer Silberpelz, wovon wir schon vier Stück haben. Wer droppten die denn? Da fehlt noch irgendwas. Okay. Also da haben wir mal kritische Blickstufe 4 bekommen, wenn wir das noch irgendwie so umändern können, dass wir so schon die 4 dazu bekommen. Und vielleicht noch was anderes. Oder gar ein Heftreihe. Das ist schnell schaffen wir noch einen Moment. Ich verwechsel das immer wieder gerne mit Werkstätten und schnelle Schärfen irgendwie. Was hat Vekana Hüftreihe eigentlich? Unbeeindruckt.
Auch schnelles Wegstecken. Ich denke, das sowas brauchen wir gar nicht. Warum habe ich da Ohrstöpsel drauf? Egal. Ich weiß nicht. Im Moment machen wir das wieder so, wie es war. Also Wilhelm hilft dann noch dazu und dann schauen wir eigentlich mal unsere Verteidigung und wer dann. Ach du Kacke. Minus 7 Eis, minus 7 Drache, minus 3 Feuer. Dafür haben wir eine gute Donnerwiderstand. Und was, das geht so. Naja. Aber dafür können wir schnell essen, haben Konstitution. Ach, davon haben wir auch zwei von dem. Wellam, hilft rein. Okay. Ach, schnell essen. Es sind so Fähigkeiten, die ich schon gerne haben möchte, aber. Irgendwie fehlt mir da noch eine Fähigkeit. Wenn ich mir jetzt, im Moment kritische Blick, habe ich dann noch Stufe 2. Das geht dann, dann habe ich 10% mehr Affinität. Dann wäre ich bei 35. Und dann noch Schwächeverteil Stufe 2, weil ich kein Talisman der Stufe 3 habe. Müssten das dann, glaube ich, wieder 40% mehr Affinität sein. Nicht Bogengewehr, Moment mal. Wo habe ich das Schwächeverteil? Stufe 2. 30% bekomme ich dann mehr Affinität. Ja, dann hätte ich 10% Affinität mehr eigentlich. Wenn ich die Schwachstellen verwunde von dem Monster und da angreife. Was dann auch wieder etwas schwieriger gestaltet, einfach als einfach nur drauf zu schlagen. Schauen wir mal, wie wir das überhaupt verbessern können. Haben wir das da gleich? Naja, wir brauchen Handwerk. Kritischer Boost. Ja, da fehlen uns ziemlich viele gehärtete Sachen. Wollen wir da bei den Talisman Schwächevorteil? Kraftverlängerung. Ach ja. Gehärteter Sturzflutbeutel. Das heißt, wir müssen gehärtete Kornbrücke machen im Leilande. Wo ist da jetzt Schwächevorteil? Ach, dann sortiere ich das wieder so nach Talisman. Glaube, das war lila oder so. Von der Farbe. Nee, sind wir da schon durch? Einmal kann ich es auf jeden Fall noch verbessern. Sollte ich eigentlich nochmal verbessern können. Schwächevorteil. Ach nee, das ist schon auf Max. Das geht nur bis Stufe 2. Okay. Ja. Das würde ich jetzt eigentlich ungern ändern.
Also was das Kopf angeht, die Armschienen und die Beine. Weil die Armschienen brauche ich für kritischer Boost. Oder habe ich da vielleicht Armschienen, die mir noch einen kritischen Boost geben, mir Schwächevorteil verschaffen? Zwei Stück. Und da habe ich auch noch mal Luftherrschaft. Ich glaube, das habe ich bei Willem. Ja. Das bringt mir ja nichts, das zweimal zu haben. Ja, da hätte ich dann zwar ein Angriffsboost weniger, aber ich hätte da dann Schwächevorteil Stufe 2. Kritischer Boost könnte ich dann auf Stufe 2 bringen. Und ja, die Affinität geht dann halt mit dem kritischen Blick etwas runter. Ich meine, zwei Kirin-Teile habe ich, aber ich glaube kein drittes, oder? Sehe ich gerade, dass ich Armschiene und Fünftelringe von der Kirin habe. Aber ich glaube, da fehlt mir noch ein Rüstungsteil von Kirin, damit ich mir die Set-Fähigkeit da aneignen kann. Ja. Ja, verzichte ich jetzt auf den Schwächevorteil oder tue ich das dann doch dazu? Ich meine, Schleuderkapazität und Angriffsboost sind zwei Fähigkeiten, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Also wenn ich schon Angriffsboost in der Rüstungsset habe, dann wäre es eigentlich ganz gut, die auf Stufe 4 zu bringen, aber das würde ja wieder alles zunichte machen. Aber jetzt habe ich das abgerüstet. Und ja, Juwelen fehlen uns da eigentlich. Habe ich eigentlich schon überlegt, das zu ändern, aber was willst du da reinnehmen? Wir bräuchten, wenn dann schon irgendwie Schwächevorteil. Das sind zwei Sorts, nein. Die brauchen wir nicht. Den kritischen Blick noch raussetzen, damit wir 10% mehr Affinität haben. Würde, glaube ich, doch etwas mehr Sinn machen. Ja, damit ersparen wir uns etwas. Haben wir noch 10% mehr Affinität dazu bekommen? Ja, ich glaube, so kann man das dann, denke ich, erstmal lassen. Es ist halt wieder so wie Dingens. Wie beim Großschwert hat. Nur, dass wir jetzt Affinität haben und kein kritisches Ziehen. Aber ich denke, für Insektenhilfe ist es auch wichtig, Konstitution zu haben, weil sonst bist du nicht lange in der Luft, um anzugreifen. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ach, bei deiner Augenmedizin schauen, genau. Was brauche ich eigentlich für Gesundheitsregeneration? Ein schlummernder Großknochen. Ach, wirklich, cool. Dann könnten wir das eigentlich noch dazu setzen. Das heißt, ja. Damit könnten wir uns noch besser heilen. Wenn du dann halt nicht ständig getroffen wirst, wäre das noch geiler. Passt schon.
Werden wir, denke ich, mal so lassen. Und dann müssten wir eigentlich schon, wie wir da noch irgendwas machen könnten, das gut wäre. Das ist der Schwäche für der Stufe 2. Okay. Ja, ich denke, ich könnte da viel mehr machen, wenn ich da mehrere Rüstung hätte. Aber mir da jetzt irgendwas rauszusuchen, was ich unbedingt brauchen könnte. Ich glaube, ich sollte mich eher auf Hüftringe und Panzer konzentrieren. Also das Goldmondpanzer sieht gar nicht mal so kacke aus. Das könnte ich jetzt gegen Stufe 2. Moment, was brauchst du da? Du brauchst nur zwei Teile von dem, okay. Das ist geil, also einmal Panzerung machen und dann nochmal die Mondhüftringe und du hast schon göttliche Erziehung Stufe 5. Und die freien Deko-Slots, die es hergibt, ist jetzt auch nicht unbedingt so schlecht. Dann könnte ich die von beiden Schutz wegnehmen. Also die göttliche Segen. Dingens. Beim Garuga. Und da wieder was anderes machen. Sieht ja ziemlich gut aus. Also haben wir da zwei, kritische Blicke auch nochmal Stufe 2. Aber das ist jetzt wegen den Deko-Slots nicht wirklich geil. Das brauchst du nicht. Das ist jetzt irgendwie auch leicht getrashed da. Mit dem Sauerdingens. Ja. Ach, da bräuchten wir auch noch was vom Brachydios, um die Jacke zu machen. Okay. Ah, da haben wir Superwaffe. Stufe 2. Also eine Silbermine von Kirin brauchen wir noch und vom Brachydios seine Hülle. Dann hätten wir das schon mal. Ja, ich glaube, ich würde eher auf die Beta-Zeuge anschauen. Darauf achten, wie gut du ist. Hätte ich da doch nur die Beta-Rüstung gemacht. Aber ich wollte ja speziellen Munitionsboost unbedingt haben. Für Bogen. Und da war mir wohl der Schwächefutter noch wichtig. Bei den Hüftringen. Ich keine Ahnung, warum ich mir das so hergestellt habe, aber das ist eigentlich fast Blödsinn. Okay. Nee, das ist dann wieder alles schlecht, würde ich sagen. Ja, uns fehlen eh noch zwei Monster. Und deren Rüstungen.
Ich glaube, wir konzentrieren uns mal auf die goldene Ratian, dass wir da die Beta-Panzerung und die Beta-Hüftringe machen und setzen die dann mit dem Willem-Dingens da. Also wird dann hat die ersetzen dann das hat. Sonst auch Teostra und Kirin. Und Bariot auf jeden Fall. Okay, ich denke, das dürfte fürs erste reichen. Besser werden wir es jetzt nicht hinbekommen. Zwar ist das jetzt auch irgendwie scheiße mit dem Drach, mit dem Element, Widerständen, aber ja, gut. Ich denke, das ist okay so. Wir haben göttliche Segen Stufe 2. Mal schauen. Ich ja, brauche auf jeden Fall. Wieder Zerstörer hier wählen. Machen wir das mal so. Okay. Wo ist unser Puggy? Haben wir ihn schon wohin geführt? Ja, versuchen wir das jetzt mal. Optionale Quest haben wir ja noch offen. Das erste Opfer ist der Ozonerator. Das passt ja mit dem Drachen. Damage. Ich denke dann auch, wenn wir Barret noch machen. Und jetzt habe ich schon wieder fast eine Stunde dafür verbraucht, mir da eine Rüstungsset zusammenzubasteln. Krass. Passt, denke ich, ja. Könnten eigentlich schon wieder aufbrechen. Aber ich will meinen Puggy noch streicheln. Ihn irgendwo hinführen und dann noch essen. Haben wir noch nicht gemacht, schön. Der findet was. Wir brauchen das Geld ja unbedingt. Obwohl wir jetzt wieder ein wenig was haben, um das auszugeben, aber trotzdem. Haben wir da Karube ist, glaube ich, noch nicht verbessert. Aber der Rest müsste ja schon voll verbessert sein. Das passt, denke ich mal. Ja, scheiße auf den Sicherer. Mal sehen, wie effektiv die Waffe jetzt am Ende ist. Aber es sieht schon wenig besser aus als der komplette Vulkan-Odegaard-Set. Jetzt habe ich gar nicht auf mein Kinsel geachtet.
was das genau macht, aber gut, können wir eh nicht mehr nachschauen. Ja, treffen sollte ich schon können. Okay. Junge, wie hoch fliegst du denn? Komm da wieder runter. Gut hast du das gemacht. Ach ja. Autsch. Ist der so klar? Bevor ich überhaupt zuschauen kann, bewegt es sein Maul und ich werde instant runtergeworfen. So, aber jetzt knallt es gegen die Wand. Oder am Boden. Auch ganz gut. Hallo jetzt. Du hast mir jetzt nicht Angriff gegeben, oder? Nein, natürlich nicht. So, jetzt aber. Und da brauche ich die Flügel. Gib mir die Flügel. Ach ja, sehr gut. Ich glaube, das ist Gift. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sieht aber nach Gift aus. Aber ich immer nach, weiß nicht, wie viele Stunden eigentlich mein Kinsekt bearbeitet. Ich hatte sonst immer nur den einen benutzt, vom Behemoth. Aber ich dachte mir, ein anderes Kinsekt wäre vielleicht besser. Was dann vielleicht etwas schneller unterwegs ist und mir schneller die Buffs gibt. Oh, das war schön am Schwanz, ey. Uff. Ich brenne, oh nein. Oh, ich habe ihn runtergeholt, nice. Hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen. Danke. Ja, jetzt darf ich mich heilen. Oh, 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 oh. Oh Gott. Ich dachte schon, es würde mich noch treffen. Uff. Das wäre richtig knapp gewesen. So geht's auch. Ach komm, hör doch auf damit. Und ich bin oben. Hat es was gedauert, aber ich bin oben. Und da ist schon wieder was gebrochen, Karl. Das sind das vergiftet, glaube ich tatsächlich. Was machst du jetzt? I'm burning. Ach Gott, ich dachte schon, es würde auf mich ziehen. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Nicht mal seine Stirn verwunden, ey. Das wäre toll, wenn er mir überhaupt mal Zeit lässt. Oh, mein Kinsekt hat keine Ausdauer. Junge, chill doch mal. Ach, natürlich muss er jetzt wegfliegen. Junge, wie behindert fliegst du denn eigentlich? Danke dafür. Wäre jetzt cool, wenn ich noch treffen könnte. Jetzt darf ich nachwürzen. Gib's ihm, Kind sagt. Kannst du nicht mehr. Lol, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Lol, das ist jetzt schon zum zweiten Mal, dass er uns einfach so gegen die Wand läuft. Ununterbrochen, aber ja. Da ich jetzt auf ihn reite, hat er aufgehört. Hui, und runter mit dir. Oh ja, das hat wehgetan. So. So. Nochmal schön gegen die Wand laufen. Wenn ich es so will. That's not very good. Okay. Aua. Ach, der ist immer noch ruhig. Oh, ich hab meine Pass verloren. Ey, komm! Tja, das hast du jetzt davon. Ja, sehr gut. Kinsekt. Oh. Okay. Wir sowieso ausgewichen. Ich glaube, der macht's nicht mehr lange. Das ging jetzt schnell. Oh, habe ich da die Flügel gebrochen? Das tut mir aber leid.
mach mal Pause. Hallo, jetzt hör auch doch auf mal. Dich so viel zu bewegen, ey, das ist ja ekelhaft. Och nö, jetzt hat er mir vergiftet. Ist ja gut jetzt so langsam, meine Güte, ey. Junge, ey, dass er mich am Ende noch so hart treffen muss. Ich hoffe, du gehst jetzt langsam mal sterben, ey. Ja, Hauptsache du stunst mich, ja. Triff die Flügel, dann nicht. Meine Güte, oh nice. Habe ich ihn jetzt gerade den Schwanz abgebrochen? Lol. Und dabei auf ihn geritten. Wie auch immer das funktioniert hat, aber gut. Der Schwanz ist jetzt auch ab. So. Ach, nochmal. Willst du's? Ja, aber das könnte dann einer bedeuten. Jetzt habe ich es aber. Ja, der Wort ist es so. Das dauert echt zu lange. Ups. Ja, das ging jetzt voll daneben. Und getötet. Ei, ich dachte schon, so langsam. Darf ich? Okay, 15 Minuten. Geht schon auf. Aber trotzdem. Oh, eine Ratte, das Rubin. Was ist schon? Mehr können wir nicht zerlegen. Auch gut. Und eine Scherbe vom Schwanz bekommen, wirklich. Hui.
Geil, ne? Ja, okay. Gerade so, ey, noch nicht 15 Minuten. Ballflügel habe ich, glaube ich, eh gebraucht von ihm. Das ist schon ein Flügelkram. Ach doch, eine Uhr hat der Fehlenschein habe ich bekommen. Das heißt, ja gut, unbeeindruckt, oder? Ja. Immer dasselbe Shit. Oh, Gutschein habe ich verwendet, habe ich komplett vergessen. Egal. Vielleicht kommt's jetzt, dass ich jetzt eine optionale Quest freigeschaltet habe. Wäre auf jeden Fall toll. Sonst steht noch Baria raus. Gib mir Eier. Italiener jetzt an Silber-Eier, gut. Leuchtkäfer 3 Will oder Velox. Naja, Pollen sind giftig, okay. Gut. Aber man sieht, ja, es hat Kraft. Schnell ist es auch. Und ja, Drachendamage. Was auch jetzt nicht schlecht ist, aber Angriffstyp ist das stumpf. Ja, gut. Habe ja nichts Besseres. Ja, also da merkt man schon, es ist besser. Es macht statt Explosion halt Gift. Aber gut, ich habe sonst nichts Besseres. Damenschild 3, aber. Das hat erstmal keine Kraft und ist noch sau langsam. Ja, gut. Schauen wir mal kurz, welche Schwächen Bariot hat. Ich glaube Donner, auf jeden Fall. Ach, Feuer, ja. Hätte mir klar sein müssen. Kann ich das jetzt verbessern? Raffschwer, ja, jetzt habe ich das Zeug, was ich brauche. Balkflügel habe ich zwei bekommen oder was? Oder für. Nee. Rattodessel habe ich doch nicht bekommen, oder? Mir fehlte da irgendwas.
Das waren, glaube ich, die Bugflügel, aber habe ich da wirklich zwei bekommen? Oh, gut. Wahnsinniger Pfeil vom Goldener Orte. Es hat noch Gift. Er hat mich jetzt nie wirklich besonders interessiert, also von daher. Ah, das hat Verteidigungsboost. Auch geil. 324 Angriff. Ich weiß nicht, mir fehlt da irgendwie eine optionale Quest mit dem Willen der Monster. Das hat immer ein Angebot von ihr bekommen, aber die besitze ich nicht. Ja, mir fehlen jetzt noch ein paar optionale Quests, zu viele nicht mehr, glaube ich. Zwei Quests muss ich noch warten, okay. Ja, das sind nur noch die zwei und da zwei. Oh, warum ist jetzt Kaschal wieder da? Na, ich dachte, ich hätte die optionale Quest mit Kaschal gemacht. Die kommt und geht. I don't know, will ich Kuschala machen? Ich glaube, es wäre sinnvoll, bevor es wieder verschwindet. Kuschala, wo bist du? Auf jeden Fall brauche ich für den nächsten Quest Feuer. Bei Vulkan oder Garn? Ja. Es ist ja nicht gleich, was ich da nutze. Nur Drache nicht. Ich bräuchte auf jeden Fall mehr Kleven. Kuschel hat Donner. Okay. Ich glaube, Eis ist auch nicht wirklich gut. Nein, es müsste eine Eisresistenz haben. Ja. Drache wäre danach halt noch gut. Explosion und Gift ist auch gut gegen das Vieh. Okay. Cool. Ich glaube, das würde ich nicht riskieren. Wenn ich jetzt Kuschel machen möchte. Ach, unendliche Weisheit hätte ich da noch. Hätte auf jeden Fall mehr Angriff. Aber keine Affinität.
würde ich sogar nehmen, wenn es verbessert wäre, aber so. Naja. Ich denke, das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber da wäre Großschwert doch besser. Nein, wir haben ja, keine Ahnung, Versuche. Versuchen wir das mal mit der Insektengräfe. Wird halt etwas dauern, aber ja, was soll's. Ich dachte, ich hätte die optionale Quest mal schneller gemacht. Anscheinend nicht. Wobei ich denke, das wäre dann doch schlau so zu machen, wie ich vorhin dachte. Nee, ich denke, ich werde wirklich zu Großschwert wechseln. Die Schauerrüstung wäre, denke ich, sehr praktisch gegen das Vieh. Würde auf jeden Fall reinhauen, extrem. Da hätte ich auch meinen Schwächevorteil. Wäre ich da noch auf 80%. Wo habe ich die Erholung im Kopf? Ach so, gut. Alles auch gut. Ach, ich habe da eine Eisschwäche. Wenn es Ice Damage macht, dann tut es wirklich weh. Aber gut. Wenn ich nichts Besseres habe gegen seinen Windsturm da. Wird schon schief laufen. So, knastert direkt dagegen, ey. Komm. Oh. Ich hätte es direkt schwächen sollen, ey. Jetzt habe ich schön Zeit verloren. Junge, wie springst du umher? So, jetzt bin ich oben. Ich glaube, das gefällt dir nicht so. Ich sehe nichts mehr. Ich hoffe, ja, dass dein Kopf nicht unbedingt reingerutscht. Aber das ist gut so. Wo prall ich jetzt ab, ey? Das ist witzlos. Und es fliegt wieder, sehr schön. Naja, zumindest an den Pfoten hat es getroffen. Oh. Ja. Toll. Das würde ich jetzt nicht machen.
Arm da am Schweif auch noch verletzen, weil es so schön ist. Oh. So knapp verfehlt er. Tja, du wolltest es unbedingt so. Na, gleich können wir das nicht mehr abusen. Junge. Dreh dich halt die ganze Zeit so blöd umher. Ach nee, jetzt kommt wieder der Windsturm. Ups. Wie unabsichtlich ich das immer mache. Ja, dachte ich mir schon. Ja, hau doch ab, ey. Wofür habe ich die Bombe jetzt hingestellt? Kann die nicht mal zerstören. Was sind das Spuren von ihm? Ich weiß es nicht. Autsch, autsch. Ist klar. Oh, jetzt lass mich doch wetzen. Was? 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 Was ist das jetzt schon wieder? Seit wann zieht sich der Sturm von dem Vieh? In meine Richtung. Hä? Nein, ich meine, normalerweise geht der Sturm in eine Richtung. Es greift an, vorwärts, aber das ist dann noch irgendwie weiter wandert der Sturm. Ist jetzt mir neu. Ich bekomme wirklich Damage ab. Was zur Hölle, warum macht das so viel Damage? Ich verstehe das nicht.
Na, nicht schon wieder. Naja, so. Ja, übertreib doch mal und spam diesen Shit. Wo habe ich mein Dingens? Hallo, wo sind die Steine? Da müssen irgendwo Steine herumliegen. So. Ich glaube, du willst noch mal gegen die Wand laufen. Was? Ja, natürlich funktioniert der Scheiß nicht. Ach ja, geil. Junge, komm da runter. Muss ich das so machen? Und es fliegt wieder weg. Da, geil. Wo sind da jetzt Steine? Da, ach so. Ja, gut. Dann eben so. Ach, Moment. Das ist da runtergegangen. Das ist jetzt auch neu. Wo waren da jetzt Frostpilze? Da waren doch irgendwo Frostpilze, oder nicht? Nein. Der Ostra, ach so. Revierkampf. Nein, ach so, du willst es doch jetzt wieder den Ort verlassen. Also nicht den Ort, aber das Gebiet, wo wir uns gerade sich uns aufhielten. So, ich hoffe, ich kann das jetzt ausnutzen. Naja. Instant macht das Feed aus, ja. Ist okay. Ja, wow, so schnell schon wieder zerstört. Du mich auch spielen. Nein, das machst du jetzt nicht. Meine Güte, ey, wie kann das nur so schief laufen? Wow, und dass das nicht getroffen hat. Ja, gib's mir, Spiel.
Und hör auf, mir solchen Damage reinzudrücken, ey. Komme überhaupt nicht dazu, Schaden zu machen. Das ist echt zum Kotzen. Nope, du lässt das jetzt. Nochmal, und jetzt knallst du dagegen, ey. Das hat getroffen, aber nicht an den Schwachpunkt, warum auch immer, meine Güte. So viel Pech kann man nur haben, wenn man so wie ich spielt. Ja. Oh, habe ich den Schwanz abgeschnitten, lol. Na toll. Jetzt komm mal her, du Scheißvieh. Nein, es verpisst sich. Toll. Wieder grandios verkackt. Liegt mir jetzt der Chance. Ach, da. Das ist so klein. Cortex. Okay. Nein, was? Ich wollte mich da nicht fallen lassen, ey. Naja, doch, bin ja schon richtig da. Hast du es jetzt mit dem Windstimmen,
Mach deine scheiß Windstumme, ey. Nee, dein Damage bekommt es natürlich nicht ab. Ach, wohl doch. Okay. So gedauert. So. Ach nein, wie drehst du dich? Ja, jetzt ist es wütend toll. Natürlich, meine Güte, jetzt hör doch auf. Nicht zu stunnen. Der Schaden wurde reduziert. Ey, wie viel Damage macht das Vieh? Das ist doch nicht gehärtet. Oh, nice. Ja, ich treffe irgendwie nur die Vorderbeine. Natürlich haut es ab. Das zögert nicht mal eine Sekunde, wenn es halb tot ist. Das kann jetzt richtig spaßig werden. Ich hoffe durch Glück, dass der Schaden ausreicht, was ich mache. Um es zu töten. Weil sonst werde ich wahrscheinlich ohnmächtig werden. Ach, hat sich gerade jetzt erst niedergelegt. Na gut. So, diesmal müsste es eigentlich richtig treffen. Hat aber nicht für den Ritt gereicht. Naja. Jetzt aber. Und nochmal Niederling. Ja, sehr gut machst du das. Und das war's. Sehr schön. Ich wollte ihn nochmal gegen die Wand klatschen, aber das geht auch. Dann hätten wir eine weitere optionale Quest abgeschlossen. Jetzt sind es eigentlich nur noch drei optionale Quests, die wir machen müssten. Und dann noch welche, die uns fehlen. Und wie lange haben wir dafür jetzt gebraucht? 22 Minuten, naja. Besser bekomme ich es wohl nicht hin. Waren da nicht irgendwo Knochenhaufen mehr? Aber da komme ich hier nicht mehr ran.
Was habe ich? Flügel gebrochen. Ach, so. Den Schwanz habe ich auch gebrochen. Aber egal. Eisenhaut. Okay. Ja, so langsam wird es aber Zeit, dass ich dann doch aufhöre. Mein Handy macht das nicht mehr lange mit. Naja, dachte ich mir schon irgendwie, jetzt kommt das mit dem Willen der Mannschaft, oder? Der Aufschlag, Mann. Ja, dachte ich mir schon, dass man Kuschelle machen muss, damit wir, damit die optionale Quest mit dem Aufschlagmantelverbesserung dazukommt. Weil das passt dann auch irgendwie, da man das bei Kuschelle das ziemlich ausnutzen kann. Wenn man ihn da heftiger im Kopf trifft, dass er dann immer wieder umfällt. Hymne über Mond und Sonne. Okay. Das ist aber jetzt nicht mit dem Willen der Mannschaft. Ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, wie ich die bekomme. Die Quest. Ah, jetzt habe ich da nur noch Kieran. Und die beiden. Dann halt eben noch das mit dem Aufschlagmantel. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, aber gut. Cool. Jetzt würde es mich aber richtig interessieren, wie ich die Quest bekomme. Das ist Energy Drink, ja. Das ist dann auch wahrscheinlich. Das müsste ich auf jeden Fall machen. Läuft da zufällig auch herum. Das macht mit den Windschüssen wirklich irgendwie Eis-Damage, weil sonst kann ich nicht verstehen, warum ich so viel Schaden abbekommen habe, obwohl ich so gute Verteidigung habe. Oder habe ich schon mehrere Bötezüge abgeschossen? What the fuck? Okay. Ach so, Moment. Ach, Namel müsste ich nochmal töten, dann habe ich die befristeten Beutezüge abgeschlossen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal Barium machen, Namiel noch machen. Und dann noch die optionale Quest. Eieiei, okay, da muss ich schauen. Ich glaube, da werde ich dann doch noch das nächste Mal Monsanto World streamen und das dann schauen, dass ich die irgendwie abschieße. Soweit. Aber ja, keine Ahnung. Anscheinend bekommt man die optionale Quest mit der wilden Gurke von der Seliana Ausrüstungsverkäuferin. Die hat aber nichts mehr für mich, oder?
Nur das eine mit dem Ausstaubmantel. Ja, wobei, wenn ich jetzt noch die Sarah Gravenus und Vulkanorga mache, vielleicht. Ja, ich glaube, zum Abschluss machen wir jetzt noch ganz schnell einen Vulkanorga an. Wird die letzte Quest sein. Danach finden uns nicht mehr viele optionale Quests. Ein paar bekomme ich, glaube ich, eh nur durch Fotos, die ich machen muss von Krimalkinien. Das werde ich aber einfach mal nach hinten verschieben, wenn es gerade passt, dass ich das mache. Objekte habe ich noch gefüllt. Nein, habe ich nicht. Moment, müssten die jetzt nicht eigentlich schon wieder zurück sein? Nein, okay. Die eine Quest jetzt noch machen, dann kann ich die wieder losschicken. Okay. Da habe ich gar nichts. Okay. Zum Nachwitzen wäre das ziemlich praktisch. Der Schrein bringt dir da nichts aus der Entfernung. So. Okay. Übertreib doch. Ja, so klar. Oh, habe ich da schon wieder was gebrochen? Das tut mir aber leid.
Ja, nice. Das muss wehgetan haben. Uff. Also langsam. Fallen die Wunden. So, lassen wir dich noch mal gegen die Wand knallen. Hallo, jetzt. Ach, meine Güte, ey. Kannst du ihn nicht schnell umklammern? Und richtig. Meine Güte, jetzt kommt er da nicht mal von Schwanz ab. Das ist auch wieder. Ja. Ach, jetzt ist es wütender toll. Ja, so viel dazu. Ich dachte, ich kann das schon. Oh, da ist der Schwanz schon angebrochen. Toll. Wie für Supi. Ja, ist so klar, dass mich das trifft. Jetzt komm her mal, du Scheißvieh. Ja, was zum... Okay. Oh, was habe ich da denn gebrochen? Ich glaube, das macht's nicht mehr lange mit. Oh nö, jetzt habe ich die Blutung. Junge, jetzt gib mir mal kurz Zeit, ey. Wie lange hält denn die Blutung? Ziemlich lange. Ja, jetzt bekomme ich es auf die Fresse, immer wenn ich die Motze schon so angeschwächt habe. Hat ihn gar nicht gejuckt, ja. Denke ich mir. Ich bin am Schwanz. Er geht jetzt durch. Das Vieh beruhigt sich einfach nicht. Wow. Mit einer Stechkapsel den Schwanz abgeschnitten. Nice. Muss man auch mal schaffen.
Was zum Teufel? Wie schnell er sich wegziehen kann? Das ist krank. So. Jetzt gibt's auf die Fresse, aber sowas von. Jetzt greif ihn doch mal am Kopf, verdammt nochmal. Wie oft muss ich da noch mit meiner Klammerklaue zielen? Wow. Ich müsste das Vieh zu langsam tot sein. Es wird schon langsam. Es dauert schon etwas lange gerade. Oh, jetzt aber. Dauert nicht mehr lange. Dann haben wir ihn. Wow. Da hätte er einmal zuschlagen gereicht. Um ihn zu töten. Da muss er sich noch so ziemlich wehren. Was hätte denn das vielleicht? Eine Hülle kann ich, glaube ich, gebrauchen. Für irgendwas. Ich weiß noch nicht für was. Da haben wir eine Hülle, sehr schön. Ach, hat jetzt nur fast 10 Minuten gedauert. Ich dachte, ich hätte länger gebraucht für ihn. Aber das ist nur knapp 10 Minuten waren. Ja, gut. Würde mit Wasser vielleicht noch schneller gehen. Ach, ich habe ja nichts zum Schießen da. So, ne, und das Extrakt habe ich einfach mal 6 Stück bekommen. Nice. So muss das. Marathonläufer und Vollwandbarkeit, cool. Mal schauen. Nee, also wenn ich jetzt nicht wieder eine optionale Quest bekomme, dann weiß ich auch nicht, was ich machen muss, um die für den Willen der Mannschaft zu bekommen. Mir fehlt jetzt nur noch Kirin, den Zerre Gravenus und die Goldene Aratheon sowie Silberne Aratheon. Das sind jetzt eigentlich nur noch drei freie optionale Quests, die ich offen habe. Nö, keine Ahnung. Da werde ich wohl nachschauen müssen. Weil mich das schon sehr brennend interessiert, wie ich die bekomme. Also das habe ich jetzt bei anderen Leuten gesehen, die haben noch viel mehr optionale Quest offen. Und die haben die Quest und ich nicht. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Damit die optionale Quest einfach bekommen haben. Aber irgendwas muss man wohl machen, was ich nicht getan habe.
Honig. Stahl. Cool. Ja, werde ich dann, denke ich mal, nachschauen, wenn ich jetzt den Stream beende. Genau, Schnurrtrupp ist wieder zurück. Die will ich noch losschicken. Und zuerst mal meine Belohnung. Abholen. Oder Garantag, ja, cool. Nice, war da kein Cable dabei? Oder haben die keine Hörner gegeben? Naja, dann machen wir das mal. Sieht so aus, als wären da auch wieder nirgendwo Cables unterwegs. Doch, da. Okay, mit T-Rex. Der Wilde der Mondschau, aha. Ich glaube, von ihm haben wir aber alles. Jetzt. Gibt es jetzt überhaupt irgendein Monster, was wir noch nicht gefangen haben? Ja, Rosa, Silberne Rathalos und Goldene Rathion. Genau. Jetzt wird es wahrscheinlich daran liegen, weil ich die beiden noch nicht gefangen habe. Und mir deshalb die Quest fehlt mit dem Willen der Mondschuh. Aber das werde ich mir dann eh ansehen. Beziehungsweise nachschauen. Ja. Ich sagte, ich mache es eigentlich kurz heute. Es sind jetzt 2 Stunden und mal schauen. Wenn ich wieder das nächste Mal streame. Und ob es wieder Monster Hunter World Iceborne ist, aber so viel fehlt mir jetzt eigentlich nicht mehr. 2 Monster muss ich noch entdecken. Wobei das eine ist ja der Silberne Rathalos, wo ich die Quest freigeschalten habe jetzt. Und 3 optionale Quests habe ich noch, beziehungsweise noch einige mehr, die ich noch freischalten muss, aber die ich gerade zur Verfügung habe, sind es nur noch 3. Und dann ja. Können wir eh nur noch Leitungen machen und da Sachen argumentieren. Beziehungsweise farmen. Sollte jetzt dann, denke ich mal, alles in einem Stream noch machbar sein. Dass wir das dann zu weit abgeschossen haben und nicht mehr täglich das machen. Also muss ich dann schauen. Ich will auf jeden Fall am Samstag Code Vein anfangen. Ja, definitiv. Ich werde da mir den Samstag frei nehmen, um Code Vein anzufangen. Und das wird dann hoffentlich so wie geplant 5 bis 10 Stunden werden. So zum Anfang. Zum richtigen Anspielen, dachte ich mir, dass man da extra lange macht. Habe ich mir so vorgenommen und ja, deshalb Samstag. Passt ganz gut. Weil unter der Woche habe ich nicht so lange Zeit. Da ich hier arbeiten muss. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht und bis zum nächsten Stream. Was ich dann wieder auf Discord bekannt geben werde, wann ich das nächste Mal streame. Beziehungsweise, wie es eigentlich kennt, immer so ein paar Minuten davor. Bis dann. Und noch einen. Und für die Menschen, die sich das auf YouTube mal nachschauen werden, noch einen angenehmen Tag.